Also, unser nächster Sprecher ist Rick Bannon mit seinem Talk Dampfphasenlöten mit einem Frittiergerät. Der hat schon relativ viel sowohl in Hardware als auch Software gearbeitet, ist quasi ein Full-Stack-Developer von elektrischen Schaltungen bis Software in Embedded Linux. Er arbeitet hauptsächlich in der kleinen skalierten Produktion mit Prototypen und Samples und verbringt aber auch viel Zeit in der Community. Und so langsam geht es weiter halt mit verschiedenen Prozessen, um möglichst viele Dinge machen zu können. Und dieser Talk ist eins der Ergebnisse von diesem Prozess. Dann bitte einen kleinen Applaus von zu Hause an Rick Pan. Danke. Hi. Willkommen zu meinem Talk Dampfphasenlöten mit einem Frittiergerät. Ich werde als erstes im Detail über den Reflow-Prozess reden und dann über das Vaporface-Löten reden und wie man das mit einem billigen Frittiergerät macht. Reflow-Löten passiert hauptsächlich mit ein paar kleinen Schritten. Als erstes wird eine Lötpaste auf die Leiterplatte aufgetragen. Dann kommen die Komponenten auf diese Lötpaste und zuletzt appliziert man etwas Hitze, um das tatsächliche Löten zu machen. Dafür braucht man ein bisschen Lötpaste. Lötpaste gibt es in verschiedenen Varianten, in ganz vielen. Und viele davon haben unterschiedliche Schmelzpunkte und unterschiedliche Zutaten. Aber üblicherweise moderne bleifreie Lötpaste schmilzt bei ungefähr 210 bis 225 Grad. Und die meisten davon haben eine begrenzte Lebensdauer im Kühlschrank oder Regal, wenn man es nicht benutzt. Das heißt, für die Heimnutzung würde ich empfehlen, die Lötpaste zu benutzen, die in Spritzen kommt, weil es eine kleinere Menge ist und nicht so schnell schlecht wird, obwohl es sei denn, man benutzt sehr viel davon. Außerdem ist es etwas leichter aufzutragen. Die Lötpaste kommt immer mit einem Temperaturprofil, die einem genau erzählt, wie viele Sekunden man in wie vielen Sekunden man die Temperatur hochfahren soll, ungefähr. Und dann gibt es erstmal eine Vorheizphase, dann gibt es eine Einweichphase, wo die Temperatur ungefähr gleich gehalten wird und dann für eine sehr kurze Zeit fährt man die Temperatur nochmal hoch zu der der Flussphase und da passiert dann tatsächlich die Lötung und dann wird die Temperatur entfernt und abgekühlt. Um die Paste aufzutragen, gibt es zwei Basismethoden. Die erste davon ist natürlich, die Paste direkt aufzutragen. Das kann man einfach von Hand machen, indem man einfach die Spritze nimmt und kleine Mengen an Lötpaste auf die verschiedenen Pads aufträgt, wo halt die SMD-Komponenten drauf sollen. Dann kommt man zum nächsten Schritt, wo man einen modifizierten 3D-Drucker oder eine CNC benutzen kann, wo man die Spritze als Werkzeug quasi aufbaut und dann den Pastenlayer von der ECAD-Software auflädt und der Drucker dann die Applizierung automatisiert macht. Und für die Industrie gibt es da Tintendrucker quasi, Düsendrucker, die Lötpaste automatisch auftragen können auf PCBs. Aber die sind natürlich auch extrem teuer und nicht für die Heimnutzung geeignet. Für Heimnutzer würde ich empfehlen, eine Schablone zu machen für die Lötpastenapplikationen, weil diese Schablonen sind sehr, sehr billig geworden in den letzten Jahren und es ist wesentlich einfacher, die Lötpaste aufzutragen, wenn man so eine Schablone hat, als es manuell zu machen. Okay, diese Schablonen können auch in verschiedenen Arten benutzt werden. Die einfachste ist, die Boards einfach auf einen Schreibtisch zu tun, mit ein bisschen Tape, die ordentlich festzuhalten und die Schablone da drauf dann zu befestigen.
Und das Ganze macht man dann ordentlich fest am Tisch. Und dann kann man mit einer Karte oder sowas die Lötpaste da drüber schmieren und auf das Board applizieren. Für die Heimnutzung würde ich definitiv empfehlen, Schablonen ohne Rahmen zu bestellen. Wenn man, man kann immer auswählen, ob man die mit Rahmen oder ohne Rahmen haben möchte. Und das erste Mal, dass ich welche bestellt habe, habe ich die welche mit Rahmen genommen und das sieht dann ungefähr so aus. Das heißt, man kriegt so ein riesiges Ding hier. Und da in der Mitte ist tatsächlich nur mein, kann man schlecht sehen, aber da sind tatsächlich nur die, das ist tatsächlich nur das Board und das ist die Schablone mit einem fetten Aluminiumrahmen und das ist definitiv sehr teuer für die Verschiffung. Also zum Beispiel wollt ihr dann so ein rahmenloses Ding, das sehr einfach benutzt werden kann für die Auftragung. Okay. Wenn man viele von dem gleichen Board machen muss oder will, dann gibt es manuelle Schablonendrucker. Das ist, wo man dann diese Schablonen mit Rahmen benutzt. Die sind, diese Drucker sind nicht billig und ich glaube, die Tape auf dem Schreibtisch Methode ist relativ einfach zu benutzen. Also es sei denn, man macht wirklich sehr viele von einem Board, würde ich empfehlen, einfach die immer rahmenlos zu nehmen und es selber auf dem Schreibtisch zu machen. Genau, zuletzt gibt es für die Industrie gibt's automatische Schablonendrucker. Die haben ein eingebautes Förderband, die Positionierung von PCBs automatisch machen und das alles komplett automatisch applizieren. So, danach, nachdem die Paste aufgetragen ist auf das Board, kommen wir zu der Platzierung der Komponenten. Das Billigste hier, was man tun kann, ist, was die meisten Leute zu Hause auch machen, ist, alle Komponenten nehmen mit einer Pinzette und einfach aufs Board zu tun. Aufgrund dessen, wie das Löten mit Lötpaste funktioniert, muss man das hier nicht haargenau platzieren, weil die Oberflächenspannung der Lötpaste wird die Komponenten in die richtige Position ziehen. Das heißt, man muss ja jetzt nicht zu präzise sein mit der Positionierung. Man sollte es nicht direkt neben den Footprint machen natürlich, aber wenn es nicht exakt da ist, wo es sein muss, dann sollte das sich selbst lösen, während es gelötet wird. Okay, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, ein paar gute Pinzetten zu besorgen für die manuelle Platzierung und nicht irgendwie so ein 2-Euro-Ding vom Selbstbaushop zu nehmen, weil die können sehr leicht verbiegen und ein paar gute Pinzetten helfen da auf jeden Fall sehr. Die nächste Stufe wäre eine Pick-and-Place-Maschine und die nimmt dann eine Datei von deinem ECAD-Programm, wo die Platine designt wurde, wo alle Positionen und Rotationen von den Komponenten sind, die dann aufgenommen, Proben werden von den Trays oder von den Wheels und benutzen dann kleine Saugnäpfe, um die Dinger zu bewegen. Die sind in den letzten Jahren ein bisschen billiger geworden, aber es ist immer noch ziemlich aufwendig, sie zu programmieren. Also solange man nicht mehr als 20 Boards oder so macht, ist es nicht wirklich wert, eine Pick-and-Place-Maschine zu besorgen und zu programmieren und all die Rotationen und Pickups alle korrekt einzustellen. Also für Projekte, wo man nur so 1 bis 5 Boards macht, würde ich sagen, dass man die manuell macht besser. Dann in der Industrie gibt es noch die Option für so große, da gibt es auch groß viele Pick-and-Place-Maschinen, aber für sehr hohe Volumenproduktion gibt es auch Maschinen, die Chip-Shooter genannt werden. Die haben einen Turm, der quasi sich umdreht und Komponenten aufhebt und direkt auf das PCB schießt.
So, wenn die Komponenten jetzt erstmal auf dem Board sind, muss das Ganze natürlich verlötet werden. Und die billigste Methode hier ist einfach eine Heißluftpistole. Und falls man das schon mal gemacht hat, dann wisst ihr vielleicht, dass das nicht so einfach ist, wie man denkt. Man setzt die Pistole halt auf eine Temperatur und wie viel Luftfluss man will. Aber da weiß man auch, dass wenn der Luftfluss zu hoch ist, dann pustet man die Komponenten vom Bord runter. Und wenn man die Temperatur zu hoch setzt, dann kann man Komponenten auch verbrennen. Oder man entlötet Sachen, die man gar nicht entlöten wollte, auf anderen Teilen des Boards. Das ist hauptsächlich genutzt, wenn man einzelne Komponenten ersetzt, also wenn man jetzt einen Chip irgendwie neu verlöten will oder ersetzen. Und aber auch wenn man nur ein paar Komponenten platziert, dann kann das auch eine gute Methode sein. Aber ich empfehle immer, dass wenn man diese Methode benutzt, dann sollte man eine Lötpaste benutzen, die einen niedrigeren Schmelzpunkt hat. Also ich habe hier zum Beispiel welche von ChipQuick unten aufgelistet, die ich gerne benutze für Heißluftlöten. Und die schmilzt schon bei 105 Grad. Das macht es wesentlich einfacher, die Einstellungen richtig zu kriegen für die Heißluftpistole. Die nächste Stufe ist dann einen modifizierten Pizzaofen zu benutzen. Da gibt es so billige Pizzaöfen und da kann man ein paar Thermocouples reinbauen, um eine gute Temperaturmessung zu haben. Und dann gibt es noch, die meisten Nutzer fügen dann noch irgendeinen Controller draußen dran. Da gibt es verschiedene Arduino-basierte, die dann versuchen, die Temperaturprofile korrekt zu halten. Also wie wir das vorhin in dem Diagramm von der Lötpaste gesehen haben. Das funktioniert ziemlich gut für manche Sachen, aber da diese Öfen Heizelemente haben, die oben sind, muss man sehr vorsichtig sein mit der Platzierung von dem PCB darunter, weil es gibt natürlich manche Stellen, die dann heißer sind und manche, die kälter sind. Im Allgemeinen ist es relativ wichtig, es ist teilweise schwierig, da wirklich gute Ergebnisse zu kriegen. Häufig muss man ein bisschen Luftfluss noch hinzufügen, um eine bessere Luftverteilung und Wärmeverteilung zu kriegen. Manchmal ist es schwierig, die Temperatur schnell genug hoch zu regeln. Und das ist ein bisschen aufwendig. Ich habe diese Methode auf jeden Fall schon benutzt. Und das ist jetzt aber, warum ich zu dem Dampfphasenlöten übergegangen bin. So, zuletzt gibt es dann für die Industrie große Reflow-Öfen. Und die haben verschiedene Zonen und ein Förderband. Und das PCB geht halt auf diesem Förderband durch den Ofen und durch die verschiedenen Zonen. Und dann einfach dadurch, wie die Geschwindigkeit des Förderbands ist, kann man sehr gut kontrollieren, welche Hitze gerade auf dieses Board einwirkt. Anstatt einen Ofen zu verwenden, kann man natürlich auch einen Gasphasen-Lötvorgang verwenden. Das funktioniert, indem man eine Kammer hat mit verschiedenen Phasen. Unten, also das ist eigentlich nur ein schöner Name für einen Kochtopf. Und wie in einem Kochtopf hat man einen Behälter, unten eine Hitzequelle und innerhalb des Containers oder Behälters hat man eine Flüssigkeit, die Galden heißt. Das ist ein flüssiger Kunststoff, der sehr bestimmte Eigenschaften hat. Die wichtigste ist, dass es eine Siedetemperatur von etwa 200 Grad hat. Und wie mit Lötpaste kann man hier verschiedene Temperaturen einstellen, also bei 177 Grad für manche Stoffe und manche runter bis 160 Grad. Und wenn man da jetzt Hitze hinzufügt, dann kocht es in irgendeinem Punkt und dann gibt es eine Dampfphase. Diese Dampfphase ist schwerer als Luft und bleibt damit unten in diesem Behälter. Und dadurch hat man oben im Behälter eine niedrige Temperatur und unten im Behälter eine hohe Temperatur. Und die Temperatur wird exakt die Boiling-Temperatur des Galden sein.
Die Temperatur unten wird genau die Siedetemperatur von Galten sein. Bei Wasser, wenn man Wasser kocht, dann hat man oben Dampf. Und wenn das jetzt nicht unter Druck gesetzt wird, dann wird der Wasserdampf genau 100 Grad haben und nicht höher. Und mit Galden ist es genau gleich. Wenn man Galden mit einer Siedetemperatur von 230 Grad hat, dann wird das Gas genau diese Temperatur haben oder der Dampf. Und solange nicht alles Galden verdampft ist, wird sich auch nichts an der Temperatur ändern. Also es kann nicht zu heiß werden. In den meisten dieser Kammern, die man fürs Löten verwendet, hat man auch ein Kühlsystem am oberen Ende. Galden ist auch sehr teuer, also möchte man es nicht verlieren. Wenn man jetzt eine Platine in diese Kammer platziert und sie langsam in den Dampf absenkt, dann wird die Temperatur an der Platine sich langsam erhöhen, bis es die 230 Grad erreicht hat. Und dann kondensiert dieser Dampf auf der Platine, und das ist überall, wo der Dampf Kontakt zur Platine hat. Dadurch wird die Platine und all die Komponenten werden sehr, sehr gleichmäßig erhitzt auf exakt die 230 Grad. Und dadurch hat man einen Prozess, der sehr einfach zu kontrollieren ist. Es ist hier eigentlich nicht möglich, die Komponenten zu stark zu erhitzen oder auch die Lötpaste. Dass die Zeiten, wie man es herunterlässt und wieder heraushebt, damit kann man eben sehr leicht kontrollieren und sehr schön der Temperaturkurve für die Komponenten folgen. Das Hauptproblem ist, dass Galden sehr teuer ist. Wenn man also eine große industrielle Anlage hat mit seinem Ofen, dann braucht man einige Liter davon. Und wie man hier sieht, kosten 5 Liter oder 5 Kilo etwa 1000 Dollar. Und für den Prozess, den ich jetzt zeige, mit einer kleinen Fritteuse, da braucht man nur eine kleinere Menge. Also 50 Milliliter können schon reichen. Und zumindest in Europa kann man 400 Milliliter von genau diesem Galden für 230 Grad für 88 Euro bekommen. Also für das Fritteusenlöten braucht man eine Fritteuse für etwa 100 Euro und dann Galden für etwa 90 Euro. Der ganze Prozess kann also für unter 200 Euro gemacht werden. Und wenn ihr euch jetzt Sorgen macht, ist es sicher. Galden ist tatsächlich sehr sicher, weil es eigentlich ein inerter Stoff ist, also er reagiert mit fast nichts. Und selbst wenn man es trinkt oder verschluckt, sind die Anleitungen, wenn man es einatmet, sollte man rausgehen, ein paar Mal tief durchatmen und wenn man es schluckt, sollte man 2 Glas Wasser trinken. In einer industriellen Umgebung hat man diese großen Dampfphasenmaschinen, die außerdem ein Fließband haben und das Ganze automatisiert durchlaufen. Aber ja, die sind sehr, sehr teuer. Aber für Labor- oder Prototypenarbeit gibt es auch diese kleineren Maschinen. Die kosten immer noch ein paar tausend Euro. Aber im Grunde sind es kleine Container, kleine Behälter mit unten einem Heizelement und einem Temperaturfühler. Also im Endeffekt eine Fritteuse. Und ja, eine Fritteuse hat auch unten ein Heizelement, dann ein Kontrollelement. Und es kann eine Temperatur einhalten, die man eben oben einstellt. Und ich habe mir einige dieser Geräte angesehen und ich habe eine gefunden, die sehr gut für meine Benutzung funktioniert. Und das ist jetzt eine WMF-Mini-Fritteuse. Das hat einen Deckel, der ganz gut versiegelt. Also man verliert nicht viel Dampf. Und sehr schön ist auch, dass wenn der Deckel geschlossen ist, wenn man einfach nur den Griff dreht, man den Korb
absenken und auch anheben kann. Es hat einen Behälter, den man herausnehmen kann. Der Behälter ist unten sehr, sehr flach. Und das ist auch wichtig, weil wenn die Heizelemente im Behälter sind, braucht man sehr viel von diesem teuren Galden, was aber unten einfach verloren ist, um es einfach nur aufzufüllen. Aber weil hier das Heizelement im Boden eingebaut ist, braucht man nur etwa 250 Milliliter. Und der gesamte Boden ist bedeckt. Der Temperaturfühler in diesem Gerät ist, wo es hier angezeigt ist. Also wenn man Frittieröl einfüllt, dann ist es am unteren Ende, wie viel Öl eingefüllt werden sollte. Und der Temperaturfühler ist im Grunde außen und misst die Temperatur des Behälters. Wenn wir das jetzt zum Löten verwenden, wäre der Fühler oberhalb der Flüssigkeit, was sehr, sehr gut ist, weil wir ja auch die Temperatur des Gases oder der Dampfphase messen wollen und nicht die Flüssigkeit. Der einzige Nachteil ist, dass man es nur auf 190 Grad setzen kann, nicht höher. Und ich denke, das ist wahrscheinlich, weil man gar nicht bei höheren Temperaturen frittieren sollte, zum Beispiel Kartoffeln, weil das ein paar krebserregende Stoffe erzeugen würde. Aber das interessiert uns beim Löten ja nicht. Also müssen wir das irgendwie modifizieren, damit wir die Temperaturen auf unseren Wert bringen können. Zum Glück ist dieses Gerät sehr, sehr simpel, ohne Elektronik. Also es ist einfach nur ein Aus. Es hat einen Temperaturfühler mit einem bestimmten Widerstand und dann hat man den Drehregler, mit dem man die Temperatur einstellt. Und das ist eigentlich nur ein POTI, also ein Potentiometer. Und dann vergleicht es den Widerstand des Temperaturfühlers mit dem Potentiometer und so funktioniert das. Also wenn der Widerstand höher ist im Temperaturfühler, dann schaltet es einfach nur ab. Also muss man den Drehregler nur etwas höher drehen, als man es eigentlich kann, und schon bekommt man eine höhere Temperatur. Und das kann man auch machen, wenn man unten aufmacht und da ist ein kleines Metallstück, das den Drehregler stoppt. Mit einem Schraubenzieher kann man das einfach ein bisschen verbiegen. Und ich denke, alle günstigen Fritteusen funktionieren da gleich. Das sollte eigentlich überall nur ein mechanischer Stopp sein, den man einfach entfernen kann. So, wenn man das jetzt einfach nur zur Seite biegt, dieses kleine Metallstück, und dann die Unterseite wieder aufschraubt, dann gibt es noch einen zweiten Stopp, den man hier von vorne sieht. Da ist ein kleines Plastikstück. Das stoppt auch den Drehregler, bevor man ihn zu weit dreht. Aber mit einem scharfen Messer kann man dieses Plastikstück einfach wegschneiden. Und dann kann man so weit drehen, wie man möchte. Um zu verhindern, dass zu viel durch den Deckel von dem wertvollen Gallen abhaut, kann man ein Kühlelement hinzufügen. Ich habe einfach einen PC-Kühler genommen, den habe ich irgendwo im Keller gefunden. Aber ich wollte auch eine Wasserkühlung einbauen irgendwann. Das gibt es zum Beispiel für Grafikkarten, aber die ich gefunden habe, waren zu teuer oder nicht verfügbar oder haben nicht gepasst. Daher suche ich noch und wahrscheinlich würde ich sogar noch weniger Galden durch den Deckel verlieren, wenn ich sowas einbaue. Also, dann zeige ich jetzt mal, wie es eigentlich funktioniert. Hier bereite ich eine Platine vor. Erstmal klebe ich es mit doppelseitigem Klebeband auf den Tisch, füge noch ein paar alte Platinen darum herum, um es quasi einzusperren.
Dann habe ich hier die Schablone. Die Schablone ist mit ein bisschen Tape oben festgeklebt. Und dann nehme ich eine andere alte Platine, um die Lötpaste zu verteilen. Und wie ihr hier sehen könnt, funktioniert das sehr gut. Ist also nicht besonders schwer. Jetzt kommen die Komponenten auf die Platine. Und ich habe einen Temperaturfühler an den Korb angebaut. Das braucht man nicht wirklich. Aber das ist jetzt für die Demo, damit ich zeigen kann, wie wirklich die Temperaturen sich verhalten. Der Temperaturfühler ist nicht besonders gut. Also es ist jetzt nicht wirklich 13 Grad, wo ich das mache. Es sind etwa plus minus 10 Grad bei diesem Temperaturfühler. Man sollte sicher sein, dass genug Galgen hier am Boden ist, dass es komplett bedeckt ist. Dann bringt man den Korb runter, schaltet die Fritteuse an. Ich habe es in etwa dahin gepackt, wo 210 Grad sein sollten, wenn das sichtbar wäre an der Skala. So, das dauert jetzt ein paar Minuten, 3 bis 4 Minuten etwa, bis sich die ersten Gase oben bilden oder bis der erste Dampf sichtbar ist. Hier habe ich ein bisschen zu lang gewartet, weil ich noch mit der Kamera umgehen musste. Also, man sieht, dass es schon anfängt zu löten. Ich hätte es viel früher runterlassen sollen. Jetzt packe ich es runter. Die Temperatur steigt sehr schnell. Und da steigt sehr schnell dahin, wo es sein sollte. Und durchs Glas kann man jetzt hier auch sehen. Und die Oberflächenspannung der Lötpaste zieht auch die Komponenten an die richtige Stelle. Man kann also zusehen, wie es lötet durch dieses Fenster. Man sieht, wenn alles schön glänzt, wenn also alles gelötet ist. Und dann kann man es ausschalten, kann den Korb wieder anheben, ein paar Minuten warten, damit das gesamte Setup sich abkühlt. Ich habe hier nicht lang genug gewartet. Also deswegen entkommt so viel Dampf. Das ist nicht gefährlich, aber es ist sehr teuer. Also sollte man wahrscheinlich ein bisschen länger warten. Und jetzt sieht man, dass es eine sehr schön gelötete Platine ist. Thank you so much, Rick. Okay, danke, Rick, so sehr. Es ist super cool, den kompletten Prozess zu sehen. Es ist cool zu sehen, dass es da noch möglich ist, neue Innovationen zu machen. Und dass auch das dann der Community zu zeigen ist. Das ist wirklich, was die Community vorwärts bringt. Okay, kommen wir mal zu den Fragen. Und ich dachte mir, ich hatte übrigens auch eine Frage mit dem kompletten Prozess. Was war eins der wichtigsten, größten Hindernisse, das Ganze zu entdecken? Weil es sieht jetzt sehr so aus, als hättest du irgendwie überall, wo es irgendwie ein kleines Problem gab, das immer überkommen. Was war denn ein größeres Problem vielleicht? Ich denke mal, da war es bestimmt irgendwas. Ja, okay. Das größte Problem war auf jeden Fall erstmal das richtige Frittiergerät zu finden. Ich habe, glaube ich, bestimmt 3 verschiedene bestellt. Und jetzt, immer wenn ich irgendwie meinen Browser benutze, kriege ich überall immer Empfehlungen für haufenweise Frittiergeräte. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so bleiben. Aber ja, einen zu finden, der einfach modifiziert werden kann und der diese flache Unterseite hat, ja, da habe ich durchaus einige bestellt und dann wieder zurückgeschickt. Aber ja, genau, den richtigen dazu finden. Ansonsten war es eigentlich relativ einfach, bis auf die Modifikationen, die, ja, das hat ein bisschen gebraucht. Ja, klingt so, als wäre da viel ausprobieren und rumprobieren gewesen. Ja, cool, dass es funktioniert. Das ist halt einfach Teil des Prozesses, nehme ich mal an. Ja. Ja, wenn man sowas macht, klar, irgendwie Dinge falsch benutzen, dann muss man davon ausgehen. Da gibt es auf jeden Fall einige Browser-Tabs. Ja, großartig. Gut. Dann kommen wir mal zu den Fragen, die jetzt so reingekommen sind. Eine Person fragt gerade, wenn das Galgen ungefähr 230 Grad hat, kann das Lot auch bleifrei sein? Ja. Ich benutze nur bleifreies Lot.
Das macht keinen Sinn, da jetzt bleilos zu benutzen, weil es funktioniert einfach voll okay, auch bleifrei. Ich kenne Leute, die benutzen da andere Sachen mit billigen chinesischen Reflow-Öfen und die benutzen dann bleihaltige Lötpaste, weil es ein bisschen einfacher ist, die niedrigen Temperaturen richtig zu kriegen. Aber für die Temperaturen, bei denen wir hier sind, spielt es eigentlich echt keine Rolle. Da kann man dann auch bleifrei benutzen. Ja. That's awesome. I think that was an important, ja, super. Das ist eine wichtige Sache noch zu erwähnen. Eine andere Person fragt mit der Diskussion über die Chemikalien hier. Muss man die Sicherheitsklassifizierung des Galden da nochmal neu bewerten jetzt? Ich glaube, ja, man benutzt nur ganz wenig davon und solange man es nicht zu sehr erhitzt, ist es wahrscheinlich sicher. Und wenn man das Gallen irgendwie über 290 Grad erhitzen könnte, dann würde es zerfallen und dann gibt es Hydrofluoric Acid und dann Fluorwasserstoff und das wäre sehr schlecht. Und deswegen muss man auf jeden Fall genug davon drin haben, denn wenn wir das erhitzen, wenn wir es zu stark erhitzen und zu wenig drin ist, dann ist das, wenn nur ganz wenig drin ist, dann wird es vielleicht zu heiß und dann könnte es zerfallen. Und ja, aber eigentlich ist es sehr schwer, den Dampf heißer zu kriegen als 290 Grad. Es ist ja kein Druck hier drin und so. Und ich glaube, es ist auch wirklich sicher. Und es hält auch ziemlich lange. Ich habe diese 400 Milliliter gekauft und das hält wahrscheinlich ewig. Ab und zu gibt es einige Rückstände von dem Galben, aber dann man kann es einfach filtern mit einem Kaffeefilter und dann ist es wieder in Ordnung. Also man verbraucht es nicht wirklich. Es ist ein Werkzeug und es hält sehr lange. Okay, so, yeah, thank you. There's somebody who's a bit scared about chemicals and stuff. So, what is, would be the worst thing that can happen? Das Schlimmste ist, wenn Fluorwasserstoff entsteht. Und da würde ich, wenn man das benutzt, macht es draußen und benutzt Sicherheitsschutzbrillen und Handschuhe. Und vielleicht auch eine FFP2-Maske, wenn du Angst davor hast. Und mach es auf jeden Fall draußen. Und aber nicht weggucken, wenn du es benutzt. Wenn du fertig bist damit, auf jeden Fall ausstöpseln. Und es ist sehr heiß. 230 Grad ist sehr heiß. Und das willst du nicht auf deinen Händen haben. Und deswegen mach einfach nichts Dummes. Yeah, that sounds like das klingt wie eine sinnvolle Sache, darauf zu achten. Ja, und in einem Science-Fiction-Film gibt es, wo die Flüssigkeiten atmen, um das und das ist genau das Zeug, was man dafür benutzt, um Wasser atmen zu können, um den Sauerstoff in die Lunge zu kriegen. Und es gibt kleine Behälter und die atmen das ein und das ist genau diese Flüssigkeit. Und wenn man das wirklich nicht zu heiß macht, ist es chemisch inert und reagiert nicht. Ah, okay, gut, dann frage ich mal nicht, wie der Film endet. Ich glaube, ist schon lange her, als ich das gesehen habe. Ah, alles gut. Okay, nächste Frage. Muss man den kondensierten Galdan-Dampf von den Boards entfernen? Und es ist eigentlich nur sehr wenig und die fühlen sich wirklich trocken an. Und ich reinige die Boards eigentlich nicht anschließend, die Platinen. Und ich glaube, es ist in Ordnung. Es ist nicht wirklich viel davon da. Bleibt nicht viel übrig. Das kondensiert darauf, aber ich glaube, das meiste tropft einfach wieder runter. Und wenn man sie anfasst, fühlen sie sich nicht nass an. Und ich reinige die Platinen nicht anschließend. Ah, okay. Ja, gut. Gut, dass man ein bisschen darauf achtet, was jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, wie du vielleicht wie damit umgeht in der Situation. Okay,
Eine der nächsten Fragen ist, hast du mal überprüft, ob das Plastik auch die Temperaturen von 230 Grad aushält? Ich schätze mal, hier geht es um das Kritikgerät. Ja, es gibt einige Plastikteile, aber der Behälter ist Metall. Und am Deckel sind einige Plastikteile und ich habe vorher etwas experimentiert und es ist nichts geschmolzen. Und ich muss mal sehen, was passiert. Ich habe das 10 oder 20 Mal benutzt und ist immer noch in Ordnung bisher. Und ja, dieses Gerät ist natürlich nicht für diese Temperaturen gemacht, ist für 190 Grad gemacht und 230 ist nicht so viel heißer. Also bisher hat es gut funktioniert. Ja, aber es ist natürlich nur ein Hack und es ist nicht dafür gemacht und es funktioniert für mich. Und aber natürlich müsst ihr vorsichtig sein, wenn ihr das selbst ausprobieren wollt. Okay, cool. Ich guck mal, ob es noch ein paar andere Fragen gibt, die vielleicht ein bisschen besser geeignet sind fürs Ende. Nee, sieht so aus, als wäre es das gewesen. Ja, also nochmal vielen Dank, Rick, für den Talk. Es ist wirklich sehr cool zu lernen, weil ich finde, ja, je mehr man von diesen Sachen zu Hause machen kann, desto schneller geht's und desto billiger wird's. Und für mich persönlich finde ich das eigentlich sehr wichtig. Ich möchte da nochmal echt Danke sagen. Und ich glaube, die Zuschauer finden das auch. Okay, also danke. Ja, habt Spaß zu löten damit. Ah, danke. Bye. Gut, danke, tschüss. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit aus der Übersetzung.